Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Oher lernt Leitz. M41 Grand Finals Bulldog. Premium deutscher Bulldog. Als er damals rauskam, war er richtig fett. Man konnte mit ihm gut Damage machen. Man konnte mit ihm, sagen wir mal, mäßig scouten. Es war schon immer eher in meinen Augen so ein Damage-Dealer-Scout, weil er auch im Vergleich zu anderen Leitz einen sehr schlechten Tarnwert mitbringt. Das ist am Ende ein Bulldog, ne? Wir müssen uns nochmal hier die Größen, also macht euch den Größenvergleich, ne? Ist perfekt hier gerade. Even 90. Müssen wir nicht weiter drüber reden. Sichtweite mit 400 Metern ist okay. Aber, ja, was soll ich sagen? Seine Zeit ist lange vorbei, würde ich sagen. Lange, 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 lange vorbei. Ich brauche jetzt hier gar nicht mehr damit vorfahren. Der, Even 90 macht da eh sowieso alles auf. Gut, Schuss vergeben, aufgegangen. Nee, okay, interessant. Warum bin ich da jetzt nicht aufgegangen? Hier als TD zu spielen, ja, ihr flamet mich in den Kommentaren. Okay, an den Buras komme ich nicht ran. Interessant. Das ist natürlich jetzt auch keiner weiter. Ich fahre jetzt auch nicht in die Berge rein. Was soll ich da gegen Buras kämpfen? Gut. Ich fahre mal woanders hin. Mobilität aufgrund des sehr schlechten Leistungsgewichts ist auch eher eingeschränkt. Das liegt einfach daran, dass es ein Light ist, der mit den alten Eigenschaften gebalanced wurde. Was heißt das? Ja, einfach das Leistungsgewicht deutlich schlechter. Also wir reden hier leistungsgewichtstechnisch von 22,5 PS pro Tonne Leistungsgewicht. Der normale Bulldog aus dem Tech Tree hat 34,05. Das, ja, ne, muss man nicht weiter drüber reden. Ging der Schuss da? Die Pitche ist weggefahren. Ich habe immer noch HE drin. Die HE ist halt wirklich gut. Mit der HE kann man arbeiten. 102 mm Durchschlagrate gegen gegnerische Lights. Ist das natürlich ein gefundenes Fressen. So, an den Jagdtiger komme ich halt leider nicht so richtig ran. Es steht... Oh Gott, es steht... Ja, okay. Es steht 0 zu 3 mit... 1 zu 3 mit 5000 Hitpoints Rückstand. Gehen wir auf? Ne, wir gehen nicht auf. Der Kari fährt jetzt hoch. Der Jagdtiger fährt runter. Da ist die 12-Tonner. Da ist der Waldgeist. Den Trade gegen die 12-Tonner können wir insofern für uns entscheiden, wenn wir den Clip nicht abkriegen, sondern immer schön das timen, dass wir auch schießen können. Aber die 12-Tonner wird natürlich... Die weiß das und versucht natürlich dem Ganzen ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Komm ich nicht ran. So, diese Flanke ist schon... Da brauche ich nicht drauf schießen. Die Flanke ist im Grunde schon durch. Die Heavy Lane sieht scheiße aus. Es steht 3 zu 6. Okay, der geht weit vorbei, der Schuss. Der könnte getroffen haben. Aber ja, was sollen wir jetzt groß noch machen, ne? Es fehlt noch ein Borsig. Der könnte da oben irgendwo stehen. Das heißt, wenn wir jetzt gegen die 12-Tonner hier fahren, könnte das unsere letzte Aktion sein, weil jetzt der Borsig uns ins Heck abschmatzt. Sag ich doch. Sag ich doch. So, die HE. Wow, okay. Aber jetzt sind wir eh tot. Vorne und hinten, ja. Borsig. Borsig, ja, Motor kaputt. Was sollen wir machen? Ja, wir haben noch HE drin und jetzt sind wir leise
Leise Scheiße. Wir haben keinen einzigen Hitpoint gespottet. Okay, ich will das nicht weiter kommentieren. Zwei Gegner legen sich quasi auf die Seite und ja. Oh, Herr lernt leid, was soll ich sagen? Wir gucken mal, wie es in der zweiten Runde läuft. So, weiter geht's. Für mich ist es jetzt mittlerweile schon die dritte Runde. Die zweite für euch. Die Runde davor zeige ich euch lieber nicht. Da war man nämlich als erstes tot. Sowas haben wir nun schon zur Genüge gesehen. So, die neue Map. Also nicht mehr ganz so neu, aber fast noch neu. Außenposten gegen Neuner. Mit Neuner Lights. Boah, wo fahren wir hin? Wir könnten natürlich ins Wasser fahren. Aber dafür haben wir für meinen Geschmack nicht ausreichend Tarnwert. Badget. Der 1390 fährt dahin. Wir machen mal den Außenweg. Badget fährt auch ins Wasser, das ist natürlich interessant. Ja, gut, gegen LP brauchen wir mit der... Schade, brauchen wir da gar nicht antreten mit der Munition. Da brauchen wir AP oder Heat in die Seite. Wobei natürlich lieber AP. So, der 1390 stellt sich nicht ins Wasser, das hätte ich jetzt gedacht. Sondern er pusht jetzt doch hier über die Außenseite. Das ist für uns insofern scheiße, weil wir natürlich jetzt ja, nichts vom Spotting abkriegen. Und zwei Lights an einer Position waren schon immer eine dumme Idee. Ach, guck mal. Wir machen trotzdem was auf. Leider. Ach, da. Ja, einmal Spotting kriegen wir. Der 1390 ist aber aggressiv. Okay, jetzt gehen wir auf. Okay, der 1390 ist nicht aggressiv, der 1390 ist dumm, würde ich jetzt mal sagen, denn das ist nämlich, wenn jetzt noch ein Light im Wasser steht, ist das sein Tod. Krass, der kommt da raus. Also wenn ich die Aktion gemacht hätte, wäre ich jetzt tot gewesen. Hut ab für die Aktion. Der Standard B war unser geteiltes Spotting. Hier sehen wir auch wieder, was das Problem ist mit Tarnwerten. Wobei es auch sein kann, dass der 103er uns da gespottet hat. Was muss nochmal? Hallo, hallo. Krass, das war unser Spot. Nice, nehme ich natürlich mit. Können wir trotz, dass der 1390 vor uns steht, hier noch ein bisschen Support abfarmen. Abgrasen wollte ich eigentlich sagen. Und anscheinend war der Standard B auch der Panzer, der uns da die ganze Zeit gespottet hat. Der Centurion steht jetzt so, dass wir nicht mehr an ihn rankommen. Oh, hallo. Der macht uns da nicht auf. Jetzt fährt er zurück. Die sind in so einer Position, dass sie nicht für uns ein Problem sind. Und wir treffen nicht oder er steht nicht mehr dort. Okay. Na, müssen wir glaube ich dahin zielen und nicht gegen die Hauserwand schießen. Aber er ist nicht dort. So, Centurion. Gutes. Haben wir den Burrasque ein bisschen den Arsch gerettet. Jetzt müssen wir erstmal 4... 3, 2,
MT-28 da. Hallo, mein Freund. Oh, wie sieht's mit Heat aus? Komm ich nicht durch. Ah, er hat anscheinend nicht genug Reichweite mehr. Ja, aber das ist selbst mit der Heat ist das Schwachsinn da. Na, blindest du den Busch hier? Hallo, mein Freund. Ja, mit selbst mit Heat, ne? Kommandantenkuppel, aber... Ja, kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Okay, jetzt sind wir außerhalb der Spot-Range. Wir müssen wieder ein Stück ran, damit wir ihn auch aufmachen. Oh, das ist natürlich dankbar, was er da jetzt macht. Repariert leider. So, und jetzt haben wir gleich das Problem, oder jetzt sehen wir perfekt das Problem, was der Bulldog eigentlich hat, nämlich ein Leistungsgewichtsproblem. Ich meine, mit dem Tarnwert kann man irgendwie klarkommen. Die Sichtweite ist ja an für sich okay. Aber wenn man jetzt so wie ich einfach hinten rumgammelt, dann hast du, ja, die RT. Dann hast du halt einfach ein Problem hinterherzukommen. Der Borast scheint leer zu sein. Gut, dann gönnen wir uns da noch. Und am Ende sind es 1100 Schadenspunkte und 1800 Spotting. Das war mehr Glück als Verstand, dass wir den Standard B da aufmachen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass das eher ein Spotting aus der Mitte oder so war. Aber egal, ich freue mich natürlich drüber. Aber gerade die große Silhouette... Die geringe Panzerung, also die wirklich gerade sehr, also für auch im Leitvergleich sehr, sehr HE-anfällig ist. Und das mäßige Leistungsgewicht machen hier den Grand Finals Bulldog schon zu einem, in meinen Augen, ja, recht unattraktiven Leitkandidaten. Und wir sehen ja auch, wie der hier schon bei mir ausgestattet ist. Es gibt ja noch den normalen deutschen Premium Bulldog. Das ist im Grunde genau das gleiche Fahrzeug, nur ohne die... Grand Finals Tarnung. Gut, und ich würde sagen, wir werfen mal noch einen Blick in eine dritte Runde, denn so als Sieg in meinen Videos mit einem Sieg nach Hause gehen, das will doch niemand. Also bis gleich. So, die Karte ist okay. Mannerheim-Linie. Es ist gegen Neuner. Der Gegner hat ein EBR. Wir haben ein EBR. Wir haben ein Even 90. Der Gegner hat ein Even 90 und wir sind auch dabei. Ja, das heißt im Grunde jetzt schon wieder... aufs Damage machen konzentrieren, denn je nachdem, wo der EBR ist, ist das eh Mario Kart vom Feinsten. Ich stehe so weit, dass wir rechts fahren können. Mal gucken, ich werde mich versuchen, irgendwie hier hinzustellen. Wenn wir mal sehen, also das Leistungsgewicht hier, ne? Wir kommen schon vor dem Char Futur weg. Wir haben dann am Ende einfach den besseren Topspeed. Aber das ist, ja, wie soll ich sagen, es ist trotzdem nicht überragend. So, da ist der EBR. Er brennt. Er brennt. Schade. Aber er brennt ab. Lol, wir kriegen noch 70 Spotting. So, der Even 90 jetzt hier vor uns. Char Futur stell dich vor. Waren wir auf jeden Fall offen. Das wird wieder bestimmt bestraft werden. Ich kenne mich doch. Aber da haben wir ihm eine schöne 365 Kelle gegeben. Das konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Ist der jetzt da reingefallen? Moschetto. Ach, LP. Nee, Quatsch, Entschuldigung. LP, wollte ich sagen, schon. T832. Da habe ich mich gerade etwas... Oh, ey, Centurion, fahr nicht in die Lücke rein. Lass, gib mir doch die Möglichkeit, da zu spotten. Schön, das ist mein Spot. Das ist immer noch mein Spot. Jetzt
Machen sie keinen Schaden. Da ist... Oh. Treffen nicht. Ja, Tortoise ist natürlich ein Problem. Wenn die Lorraine von dem Gegner kommt, haben wir eh ein Problem hier. Kann bitte irgendjemand auf sie Damage machen? Na, Prosciutto. Toll. Lochi hat uns da jetzt aufgemacht. Ditte ist natürlich jetzt nicht schön. Da steht ein Prosciutto, IS-3, Centurion, Char Futur war da auch noch und keiner kriegt das irgendwie gebacken da. So, lass mich da nochmal ran. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir hier nichts aufmachen würden, ne? Prosciutto, wo willst du hin? Also machen halt leider keinen Schaden an der Tortoise. Leute, das gibt's doch gar nicht. Trifft da keiner? Kommandantenkuppel. Er vielleicht. Irgendjemand. Ich meine, wir führen. Alles gut. Die Torte ist daueroffen, aber irgendwie hat keiner da Bock zu schießen. Oh, er kommt nicht durch. Das sind 2000 Hitpoints, die da stehen. Und, er hier ist geil. Das ist eine coole Position für den Jagdpanzer. Ach, guck mal. Na, immerhin. So, so langsam wird's dünn hier. Wir führen zwar immer noch. Aber uns gehen die Kanonen aus. Ich finde ihn geil. Oh, jetzt! Nein, sie dreht nicht. Ach, scheiße. Oh, ich dachte, sie dreht. Na, endlich. So, das Problem ist aber, sie fährt jetzt... Ja, jetzt blindet sie schon in den Busch hier rein. Und jetzt steht sie so, dass sie nicht mehr aufgeht hinter dem Busch. Ach, gut Gott. Wir wechseln mal die Position, weil jetzt kommen wir nämlich in eine Situation, wo wir da nichts mehr machen können. Aber das ist schon echt bitter, wie wir da stehen, wie die Deppen. Und keiner kriegt das irgendwie geschissen, da Damage zu machen. Ich meine, das ist jetzt noch nicht mal so wirklich Kritik an den Leuten. Was willst du machen, wenn da frontal eine Tortoise steht? Da sagst du leise Scheiße. So, Lorraine geht raus. Wir übernehmen den Busch vom AMX. Irgendwo da oben ist ein Prosciutto. Da ist der Prosciutto. Und da ist die Tortoise. Ich lach mich kaputt. So, der AMX ist da. Ja, IS-3, ich weiß, dass du nach Hilfe schreist. Das Problem ist der AMX dort. Der müsste halt mal rausgehen, damit ich von hinten an die ranfahren kann. Ansonsten farmt er mich nämlich. Ich weiß, ich bin jetzt wieder sehr ängstlich. Die fahren da wieder oben rein. Okay. Und hier sehen wir das Problem vom Bulldog auch. Meine Herren, ey. Rumgerutsche. Das war jetzt zum Schluss nicht gut von mir gespielt. Aber der AMX lebt halt immer noch. Und ich hatte echt ein bisschen drauf spekuliert, dass
die den rausnehmen, dass ich von hinten entspannt an den Pluschetto ranfahren kann und an die Tortoise. Was denn? Ich bin noch da. Ich habe ihn aufgemacht. Stritzwagen, willst du mal schießen oder so? Stritzwagen hat anscheinend kein... Oh, hallo. Jo. Was ist mit dem Stritzwagen da hinten? Hallo? Okay, ich... Keine Ahnung, liebe Tortoise, was das jetzt sollte, aber das war sehr, sehr dankbar. Der Evil 9 ist einfach vorbeigefahren. Und der Progetto ist jetzt hier... Wo ist denn der jetzt hin? Ist der jetzt hier unten in diese Senke rein? Ich lach mich kaputt. Hallo? What the fuck? Wo ist denn der jetzt hin? Ist der wieder nach oben verschwunden? Ich meine, der ist ein One-Shot. Aber der ist der BZ. Hä? Was, was habe ich Netz verpasst? In welche Richtung kann der denn abgehauen sein? Das... Okay, lol. Ja. Ich finde insgesamt das Video heute schon mal besser als die letzten Wochen. Jedenfalls als letzte Woche. Der Evil 90 vor 2 Wochen, glaube ich, war auch ganz okay. Ach, guck mal. Ich weiß nicht wie, aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht aufgepasst. So. Aha. Das hat der Evil 90 selber gespottet. Ich hatte gedacht, ich kriege jetzt wenigstens noch die letzten Hitpoints von ihm. Na gut. Ja, der AMX hat mich da zaudern lassen, da die Tortoise und den Progetto von hinten anzugreifen. Hätte man aggressiver machen können. Ich habe so gelöst. Ja, wir haben am Ende gewonnen. Das zählt. Zweite Klasse bekommen wir hier. Damage ist jetzt nicht wirklich hoch. XP sind in Ordnung. 2100 Spotting, 36.800 Credits. Insgesamt, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, das ist jetzt eher ein Damage-Dealer-Scout in meinen Augen. Er könnte ein bisschen mehr Leistungsgewicht haben. Die 10 Meter mehr, die der chinesische Premium Bulldog hat, weiß ich nicht, ob das so das Kraut fett macht. Das, ich glaube, das ist, also die Sichtweite, finde ich, ist nicht sein Problem. Zumal der M41D auch noch das deutlich bessere Leistungsgewicht hat. Also, ich würde dem einfach mehr Mobilität geben. Vielleicht nicht 34 PS pro Tonne wie der normale Bulldog, aber vielleicht so an die 30 PS pro Tonne, um ihn einfach wieder ein bisschen mobiler zu machen. Am Tarnwert wird man nicht groß rumschrauben können. Das ist halt einfach ein fetter Bulldog, ja. Aber dass man ihn wenigstens ein bisschen mehr wieder von der Mobilität Richtung Light bringt, also Richtung der anderen Lights, die wir so haben. Denn das ist schon, ja, mäßig. Sehr mäßig. Der Evil 90 hat auch kein gutes Leistungsgewicht, aber er hat ja wenigstens einen extrem kranken Tarnwert und kommt mit anderen Vorteilen daher. Aber bei dem ist es halt so, scheiß Tarnwert, scheiß Mobilität, schwierig. Was sagt ihr? Lasst es mich gerne wissen. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt. Gemornfan, Kulle, Gorwin, Kirtano, Carbine, Baron und Roblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.